So. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Ja, willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich glaube, den tappen wir letztes Mal. Ich habe jetzt aber gerade das Safe Game geladen, bevor ich hier im Kreis rumgelaufen bin. Er trägt das Kreuz. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Jetzt muss ich diesen siebenteiligen Jesus Weg hier... Jesus wird ans Kreuz genagelt. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Das Ding ist vor allen Dingen... Sie wischt ihm das Gesicht ab. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Sie heben ihn hoch. Aha. Sie tragen ihn. Also sie heben ihn hoch ist doch eigentlich der... Dann muss ich das Ding jetzt einfach in Reihenfolge abfahren, oder ist hier der Plan? Ist das alles? Warte mal, ich habe zwei Wege hier, ne? Ich meine, er trägt das Kreuz, ist dann wahrscheinlich die erste. Also ich hab doch das komische Ding da. Wie kann ich das jetzt hier auslösen? Es scheint irgendwo die Sonne ging. Das ist ja... Ich kann hier in diesen Raum auch nicht schießen, ne? Ja. Achso, warte mal, ich kann das Ding bestimmt drehen, oder? Ja genau, hier ist nämlich noch ein Drehdringer, ne? Haha. So, warte mal, denn, So, da sehe ich ihn hoch. Achso, ich kann das Ding wahrscheinlich komplett drehen, ne? Ja, warte mal, das ist, Das müsste eigentlich damit an... Was ist das hier? Sie wischt ihm das Gesicht ab. Das ist Schritt 2, ne? Achso, ich muss jetzt nämlich den Karren jetzt erstmal... Wie weit kann ich den maximal fahren? Nach links? Ist auch ein Drecksrätsel hier schon wieder, ne? Mal sehen, wenn der Winkel zu groß wird. Ich meine, stehen muss der Karren ja da, wo er steht, ne? Da hilft ja alles nichts. Ja, Hauptsache, das geht noch. Okay, weiter geht's nicht? Das ist aber ein bisschen betrüblich. Weil das Ding zeigt doch mal genau dahin, wo es ist, oder? Tja. Ich muss den Karren... Der Karren muss hier stehen. Das Ding ist ja auch kein Spiegel, oder? Ist der andere Wagen ein Spiegel? Nee. Wie soll ich denn das Licht hier hinten hinkriegen? Weil das... Oder ich könnte erstmal das Pamphlet nochmal angucken hier. Das ist außen, weil es sich tatsächlich mal übrigens das... Die Verstoßene? Na Quatsch, das... Artefakte. Der Missionar? Warte mal. Eine Gemeinschaft in Not. Was könnte denn das sein? Eroberer? Das Geheimnis der Weißen Königin? Tor der Hölle? Vater Sterne? Angel de la Cruz. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo Laras Notebook. Warte mal. Haben wir hier nicht irgendwo? Foto Commander Rogue. Warum habe ich das Foto von Commander Rogue eigentlich hier ab, ne? Die Tinte ist weitgehend. Ja, yeah, mal. Das brauchen wir nicht, der Oberer. Ne, das müsste ja das Ding hier... Ach, hier sind ja noch mehr. Ach, hey Gott, hier... Ach, hey, Mini. Kult von de la Cruz. Warte mal, hier haben wir doch hier irgendwo... Beichte, Kult von Gugana, Prüfung der Götter, Gedenkstätte. Trinity, ne, Trinity brauchen wir auch nicht. Inner, ne? Wundermission. Ah ja, hier, guck mal, hier. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Also, Schulter. Also, Jesus carga con la cruz. Dann kommt Jesus, also er fällt. Dann kommt Mutter, Madre. Das ist die 3, dann kommt die 4, der begegnet Veronika, wie auch immer Veronika ist. Dann kommt Sturz 2, wie auch immer der gezeichnet ist. Dann kommt Nageln.
und dann bestattet. Gut. Haben wir. Also. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Das ist der vorletzte Schritt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Ist der erste. So, Beauty. Dann müssen wir jetzt hier nur noch auf diesen Wagen irgendwie dazu bringen. Kann ich den komplett. Ich hab. Die sind getrennt voneinander, ne? Ja, aber wie soll ich denn. Also, mir ist noch nicht so ganz klar, wie ich das hier um. Oder gibt. Warte, ist hier. Kann ich das Ding andersrum leiten und hier so ein Spiegel? Moment, ich muss das Ding mal andersrum drehen. Beim Fahren kann ich hier den dummen Wagen nicht, ne? Das kommt dann andersrum vor. Und da gehen die Dinger auf. Die sind ja auf jeden Fall alle falsch. Weil das richtige Ding ist hier auf der anderen Seite. Wahrscheinlich mache ich mir das gerade schon wieder viel zu schwer. Okay, weiter geht's jetzt hier. Das ist ja prächtig. So, und das hier ist. Ne, aber ich will das nicht benutzen. Ich will das nur angucken. Da gehen die ganzen Steuerwehr hin? Was? In so komische Kirchenmissionen? Sie wischt ihm das Gesicht ab. Ja, das ist Schritt 5. Okay, das ist also relativ Wurst. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt diesen Dreckslichtstrahl da irgendwie das auf die andere Seite? Ich hätte jetzt hier die tolle Theorie gehabt, dass ich einfach erstmal anfange. Oder kann ich das mit den Kreuz noch was machen? Das ist halt reflektiert. Weil ich, das bringt mir ja so nichts. Ich bräuchte das Ding jetzt als Spiegel. Und ich kann hier auch nicht rumballern oder sonst irgendwas. Achso, warte mal. Hahaha. Ich kann die. Das, hier hängen noch Gewichte dran. Nicht? Ach, aber hau doch bitte mal. Ich habe auch keine Waffe. Oder muss ich einfach mit den Karren oder runterfahren und dann tut das magisch irgendwie das Ding runter. Ihr könnt übrigens Dings mal helfen, Jonah. Hallo Richard, den man bemerkt. Also ich kann das Ding auch nicht als Sprungplattform benutzen. Was bestimmt voll die gute Idee gewesen wäre. Aber leider nein. Das. Menno! Muss doch dieses Drecklicht irgendwie drehen. Warte mal, hier ist bestimmt irgendwo ein Schalter, oder? Der einfach das Ding. Nicht? Ja, wenn ich jetzt aber irgendeinen von den Rechten mache, dann sterbe ich einfach nur, dann ist das auch wieder vorbei, ne? Sie heben ihn hoch. Oder soll ich das. Sie tragen ihn. Was sie tragen ist. Oder mal soll ich das genau andersrum machen? Okay, wir machen es mal andersrum. Warte, das sind das durch Zufall die letzten Schritte, die wir hier haben. Die Nageln ans Kreuz ist das vorletzte, ne? Und der Fall ist das letzte. Das muss ich genau andersrum machen. Okay, wir machen das mal so rum und hoffen, dass danach was aus ist. Im Zweifel bin ich jetzt gleich tot. Sie tragen ihn. Naja. Das ist ja cool. Ja, schön, dass das so zumacht. Ach, fuck. Moment. Es funktioniert nicht so. Ich finde aber diese Falle sehr fies. Ich dachte, da kommen einfach so irgendwelche Spitzen raus. Aber nein, es ist noch viel perfider. Es hält dich fest und zieht dich dann ran. Also deswegen ist diese ganze Schalterkonstruktion, seit ich von der Falligkeit her relativ. Also ich würde diesen Schalter hier würde ich übrigens niemals. Ich meine, du siehst ja vorher diese Dinger, die da rauskommen, dass da was ist. Das, den würde ich halt niemals nie nicht mit den eigenen Pfoten machen. Es ist trotzdem die Frage bestehen, wie kann ich denn dieses scheiß Ding hier irgendwie. Ich muss diesen Spiegel noch irgendwie drehen können. Was ist denn das hier? Für ein lächerlicher Mist. Weil das ist die anderen Dinge hier. Kann ich ja auch nicht machen, ne? Ich meine, das sind ja irgendwelche Mittelstationen hier. Oder ist das die erste? Ne, ja, da stelle ich wieder dran, oder? Voll fies, ne? Mit diesem Zeug. Aber ein bisschen unnötig, ne?
Na gut, also es bringt mich auch nicht weiter. Okay. Hier fehlen Säulen, stelle ich fest. Ah ne, die fehlen nicht, die sind nicht. Ich glaube, das sind Kunstobjekte, dass die Säulen nicht da sind. Bringen mir die Säulen irgendwas? Ich kann hier draufstehen, ne? Ich kann leider auch die Kerzen nicht anzünden. Ich kann hier auch keine Waffe rausnehmen. Nee, kann ich nicht. Hä? Also wir rennen jetzt seit 10 Minuten im Kreis. Das Rätsel ist per se gel... Warte mal. Die Mumien sind sehr mumig. Ob das jetzt Stören der Totenruhe zählt? Ja, was soll ich denn noch machen, ne? Ich stehe immer noch zwei, so ein Elend. Oh, jetzt. Kann ich die Dinger auf den Bänken auch kaputt machen? Nee. Ob die vergiftet wurden, weil die sind die genauso erstarrt oder ob die einfach in tiefster Trance waren? Mumig? Hm. Der ist ja schön und gut, aber das ist halt auch alles falsch, ne? Also, das wäre hier an und für sich total einfach. Warte mal, ich kenne doch einfach hier. Ja, okay. Hä? Hierin kann ich hier drehen, wie ich möchte. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Ich weiß, was der erste Schritt ist. Das hat ganz rechts, das Ding. Das ist Schultern, aber das bringt mir nichts, wenn ich kein Licht habe. Ich fühle mich hier leicht verarscht, muss ich sagen, ne? Also ich weiß, dass der erste Schritt das Ding hier ist. Er trägt das Kreuz. Ne, warte mal. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Ja, das ist der erste Schritt, verdammte Hacke, aber... Was ist das, ein Bug, dass ich meine Waffen nicht habe? Ich müsste eigentlich... Ah ne, ich kann die nur herstellen. Ich könnte Feuerpfeile herstellen. Bringt mir leider auch keine Punkte. Kann ich mit Jonah reden, dass ich seine Hilfe brauche? Nö. Ich verzweifle hier so ein bisschen. Es gab früher Kopierschütze, die das so gemacht haben, dass du das... dass das Spiel einfach nicht durchspielbar warst, konntest. Das ist eines der neueren Beispiele davon ist tatsächlich in... Wie ist es denn? Das war so ein Handyspiel, das war, da hast du so Spiele gemacht und wenn du das raubkopiert hattest, dann ist deine Firma pleite gegangen, weil die Leute zu viel Raubkopien gekauft haben. Das war irgendwie süß. Ja, unabhängig davon wird es wahrscheinlich eher nicht sein, aber ich muss trotzdem irgendwie diese Schale hier machen. Oder kann ich ja dieses Kreuz irgendwie hochspringen? Game Dev zeigt mir nachher, wie es ist. Ich meine, ich kenne ja auch nicht dieses Dreckskreis hochkrabbeln. Das wäre ja auch zu einfach, ne? Wenn ich das einfach runterfahren würde, dann wäre es gut. Hä? Also ich bin jetzt so kurz vor hier... Lustige Idee, aber auch gut dran. Ich bin jetzt echt kurz davor, das rauszugucken, wie ich das hier machen soll, weil das... Hä? Das ist so ein bisschen unklar, ne? Weil die Dinger hier sind jetzt eher nicht... Also das... Ich hätte gedacht, dass es wie rückwärts ist, aber... Und ich kann das ja auch nicht von einem zum anderen leiten, muss ich mich auch total anstrengen. Das ist der erste Schritt der Kreuzigung. Weiß nicht. Ja. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Ja, das ist total dumm. Ich weiß, was der erste Schritt der Kreuzigung ist. Bringt mir aber nichts, wenn ich dieses Dreckslicht dann nicht machen kann. Ja, das ist der komische Dings mit dem Speer. Der war auch schon mal Denbor. Das ist in der Mitte, habe ich noch nicht gemacht. Ich sterbe jetzt gleich wieder. Was? Warum das Ding? Warum das Ding? Moment, wir müssen noch mal einen Blick auf die Broschüre werfen. Jetzt bin ich ja komplett raus hier. Was war das? Die... Kult von La Cruz, ne? Ich bin Truilos, Sierra. Maul. Alter, die machen mich fertig, ne? Wundermission. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Jesus nimmt das Kreuz auf. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Hä? Also es ist rückwärts. Ja, aber auf der Seite ist doch Nageln gar nicht. Oh doch, hier ist Nageln. Okay, ich muss den Scheiß also rückwärts machen. Oder was? Ja, das kann ich mir jetzt gerade nicht erklären. Hä? Also das ist...
Das ist, sie labert die ganze Zeit vom ersten Schritt, aber das war doch, sie nehmen ihn vom Kreuz ab. Das war der letzte Schritt, oder nicht? Ich möchte ja nicht nochmal erwähnen, dass das hier total makaber ist mit dem Mumien und das alles. So, pass auf, das bringt mich wieder um. Wir try and erron das jetzt komplett durch, was nicht logisch ist. Naja, es klappt. Ja, reicht uns doch schon. Hä? Das ist einfach nur der erste und der letzte Schritt, oder was? Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Oh Mann, das war wieder so klar, ne?